Vergebens sammelt derjenige Schätze, der gar nicht weiß, ob er sie je gebrauchen wird. Denn das, was wir nicht mit uns nehmen können beim Sterben, ist nicht unser. Allein die Tugend begleitet die Abgeschiedenen. Allein die Barmherzigkeit folgt uns, die den Verstorbenen die ewigen Wohnungen öffnet. So sagt es der Kirchenvater Ambrosius. Liebe Schwestern und Brüder, und das ist ein sehr schönes Wort, dieses Wort des Ambrosius, nicht nur sehr passend zum heiligen Jahr der Barmherzigkeit. Allein die Barmherzigkeit folgt uns, die den Verstorbenen die ewigen Wohnungen öffnet. Und ich weiß, die Verlockung ist dann immer groß und wir sind als Kirche natürlich immer in der Versuchung, jetzt eine richtige Moralpredigt zu halten. Wie das ist mit dem Besitz und mit dem Anhäufen vom Besitz. Der Paulus gibt uns eine Steilvorlage heute, die Habsucht, die ein wahrer Götzendienst ist. Aber wir können uns das auch sparen. Wir leben in einem System, das so gestrickt ist. Und niemand von uns kann aus diesem System einfach aussteigen. Gott sei es geklagt. Wir leben in einem kapitalistischen System, das allein darauf setzt, Güter anzuhäufen. Und die Kirche muss vielleicht als Letzte den Mund auftun. Denn trotz aller Papiere, trotz aller päpstlichen Schreiben, ist es gerade in unserem Land, himmelschreiend ist ein kleiner Ausdruck dafür. Also wenig Grund zur Moralpredigt. Ich glaube aber, liebe Schwestern und Brüder, dass uns das Wort des Ambrosius noch einmal eine Ebene tiefer führt. Nicht, als wäre das Wort auch gegen den Besitz und seine Anhäufung wertlos oder als wollten wir uns davon stehlen. Das bleibt als Vorwurf im Raum stehen. Aber Ambrosius führt uns noch einmal in eine Ebene tiefer, dass dieses Jesuswort uns noch einmal ganz anders abholen muss, nämlich mit der Frage, was gilt denn eigentlich? Was ist denn Wirklichkeit? Was ist Realität? Hört die etwa mit dem Tod auf? Natürlich, wir bekennen gleich im Credo wieder, wir glauben an das ewige Leben. Aber was heißt das? Gibt es irgendeine konkrete Konsequenz aus diesem Glaubensbekenntnis? Oder ist es nicht so, dass wir in unseren Planungen, in unserem Verhalten genau an diesem Punkt aufhören? Genau dahin führt uns ja heute das Evangelium tiefer in die ganze Wirklichkeit. Und davon, von diesem Verständnis der ganzen Wirklichkeit, hängt eigentlich, zumindest für uns Christen, alles ab. Alles. Die große Versuchung besteht, wie für diesen Reichen in der Beispielgeschichte, alles ins Heute zu verlagern. Und natürlich macht er eine Planung für morgen. Aber wie wir sehen, ist das nicht das Morgen Gottes. Es ist nur sein Morgen, wie er sich das so vorstellt. Aber wir kennen das selber. Genügend Beispiele, dass das Morgen anders aussieht, als wir uns das vorgestellt haben. Als wir letzten Sonntag hier Gottesdienst gefeiert haben, hätte ich mir nicht vorstellen können, und wahrscheinlich die wenigsten hier, dass zwei Tage später am Dienstag in einer Kirche in Europa, hier in unserem Nachbarland, ein Priester geköpft wird, während des Gottesdienstes. Vorstellen können? Ich weiß, wir haben die Bilder ja nicht gesehen. Unsere Medien drucken die Bilder nicht, wie die beiden, man muss ja sagen, Jugendlichen, den Kopf des Priesters in der Hand halten, den sie ihm vorher abgeschnitten haben. Unsere Medien sagen dann, das können wir den Leuten nicht zumuten. Nein. Unsere Altäre zeigen solche Bilder, schon seit Jahrhunderten. Die Qualen der Märtyrer. Als wäre das für uns Christen etwas Neues. Es ist nicht neu. Neu ist nur, dass wir diese Dimension ausgeblendet haben. Das ist wirklich neu. Und wenn wir auch die Verlautbarungen anschauen, das gibt dann teilweise gar keine. Etwa die Webseite unseres Bistums bringt Sommerspaß, aber nicht eine einzige Zeile
einen Hinweis auf dieses Geschehen. Eine Schande ist das, eine wirkliche Schande. Was geschieht dort? Und in den Reaktionen zeigt es sich, liebe Schwestern und Brüder, die Ausblendung der Dimension, um der es Jesus heute im Evangelium geht. Wir haben die früher genannt Himmel und Hölle. Wie gesagt, wir bekennen es in jeder Sonntagsmesse im Credo. Bekennen es gut, aber leben wir auch danach? Bleiben wir bei diesem schrecklichen Geschehen, auch den Reaktionen darauf? Wenn wir uns dann berufen auf etwa auf Werte der Aufklärung, das ist ja, da kann man sich dann immer treffen, da treffen sich dann auch Kirche und Staat und sagen, naja, wir sind eben in Europa und diese schrecklichen Menschen aus einer anderen Religion, natürlich auch verblendet, die tun solche Dinge. Vorsicht, Vorsicht, liebe Schwestern und Brüder. Vorsicht mit solchen dummen Urteilen. Im Namen der Aufklärung, liebe Schwestern und Brüder, wurden Kartäusermönche totgeschlagen, wurden Nonnen auf die Guillotine geführt in Paris. Das ist auch Aufklärung. Davon spricht niemand mehr. Und man kann nur Gott dankbar sein, dass diese Islamisten so ungebildet sind. Sonst würden sie uns nämlich mit unseren eigenen Waffen schlagen. Das wäre ein Schuss ins Knie. Vorsicht, auf welche Werte wir uns da einlassen. Vorsicht auf die Keule, die wir da sehr vorschnell schwingen. Eine Aufklärung, liebe Schwestern und Brüder, die ihre christlichen Wurzeln vergisst, auch wenn sie teilweise gegen die Kirche durchgesetzt wurde, aber dennoch, ihre Wurzeln sind durch und durch aus dem Evangelium heraus. Eine Aufklärung, die das vergisst, ist genauso Tyrannei wie der Islamische Staat. Das muss klar sein. Und es ist töricht, wenn noch nicht einmal wir das wissen oder es auch einklagen. In einem Bericht las ich dieser Tage zu diesem Geschehen, dort in der Nähe von Rouen. Natürlich, das eigentlich Erschreckende ist, dass so etwas geschehen kann. Aber der Kommentator meinte, ist es nicht auch erschreckend, dass in diesem Gottesdienst am Tag der Anna und des heiligen Joachim gerade mal 5 Leute in der Messe sind? 5, die in die Messe gehen an diesem Tag? Früher hat das Menschen noch elektrisiert, wenn vom Anna-Tag die Rede war. Okay, tempi passati. Man kann sich darüber aufregen, man kann es auch bleiben lassen. Aber das muss uns beschäftigen, liebe Schwestern und Brüder, dass unser christliches Leben so überhaupt gar keine Auswirkungen mehr hat, dass wir meinen, wenn wir uns sonntags morgens eine Stunde herbewegen, damit sei das abgehakt. Das ist das eigentliche Problem, das wir haben. Und diesem Problem müssen wir uns stellen. Und Menschen oder auch Firmen, die Kirche beraten und ihr nahelegen, welche Schritte sie jetzt in dieser zugegeben schwierigen Zeit zu tun hat. Menschen und Firmen, die diese andere Dimension, von der Jesus heute spricht, nämlich der Dimension jenseits des Todes und dass es für uns Christen die eigentlich bestimmende Dimension ist, Menschen, die an diese Dimension nicht mehr glauben, dürfen eigentlich in der Kirche nichts zu sagen haben und seien es Kleriker. Weil sie führen uns in die Irre. Sie führen uns einen Weg, der uns auf das Jetzt beschränkt, der uns vielleicht dieses oder jenes schöne Projekt machen lässt. Das ist wie die Scheunen. Okay, wir können das in Gang setzen. Aber was ist mit morgen? Basilius der Große schreibt, Gott selber gibt solchen Menschen einen Namen. Du Narr. Gott selber ist es. Und Basilius hat recht. Denn das, was wir nicht mit uns nehmen können beim Sterben, ist nicht unser. Allein die Tugend begleitet die Abgeschiedenen. Allein die Barmherzigkeit folgt uns, die den Verstorbenen die ewigen Wohnungen öffnet. So Ambrosius. Wann, liebe Schwestern und Brüder, wachen wir auf? Kein Aufwachen zu irgendwelchen dumpfen Bemerkungen über den Islam. Das ist nicht unsere Aufgabe. Kein Aufwachen
zu irgendwelchen quasi Verteidigungen des christlichen Abendlandes. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wann wachen wir auf, liebe Schwestern und Brüder, zu einem christlichen Leben?